Verlust von Kühlwasser und Dampfaustritt aus der linken Zylinderbank, wie hier zu sehen. Das verheißt nicht Gutes. Ich bin zu meinem Chrysler mit fallenden Temperaturen letzten Jahres, um mal zu schauen, ob noch genug Frostschutz drin ist. Und dann bin ich erstmal erschrocken, weil der Schlauch steif war. Das war kein gutes Zeichen, dachte ich. Aber das war nur die Feder. Die Amerikaner legen oft solche Federn in die Kühlerschläuche, um ein Zusammenziehen des Schlauches zu vermeiden. Das liegt an denen, ihren Kühlsystem aus der damaligen Zeit. Aber schaut euch das mal an. Rost, Rost ohne Ende. Jetzt muss man wissen, das ist ein 56er Chrysler. Und in der USA war es oft nicht so üblich, zumindest in den warmen Gefilden, für eine ordentliche Frostschutzkonzentration zu sorgen. Und was dabei oft vergessen wird, ist natürlich, dass der Frostschutz nicht nur, so das ist der Blick auf den Thermostat hier, ja, Thermostatgehäuse, also dass der Frostschutz nicht nur das Gefrieren des Kühlwassers, das Einfrieren verhindert, ja, sondern auch Korrosionsschutz und Schmierung der Wasserpumpe und ähnlicher Dinge ist. Hier seht ihr einen weiteren altgedienten Veteranen mit dem Aufbau von Kesselstein und Rost an den Zylinderwänden. Das war ein UM352, ja, wie er oft in den Unimox verbaut wurde und so. Also, nichts ging an einer Kühlerspülung vorbei in diesem Moment. Ich habe mich dann für die konzentrierte Kühlerspülung von Powermax entschieden, weil die mir mal ein Produkt zur Probe zugeschickt haben. Nach dem Motto, stell's mal vor, es lag jetzt eine Weile bei mir rum. Ich verlinke es auch. Das sind Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr über meinen Link kauft, dann fallen für mich da ein bisschen Unterstützung ab. Ja, ich bin an ein paar Kindersicherung. Kleinen Mengen an dem Umsatz beteiligt. Es ist aber keine zusätzlichen Kosten für euch. Ihr unterstützt wirklich meinen Kanal ein wenig. Ja. Ich kennzeichne diese Videos dann auch immer mit unterstützt oder Werbung oder wie das heißt. Also sie sind gekennzeichnet. Ja, das finde ich wichtig, da mit ganz offenen Karten zu spielen, weil niemand möchte seine Glaubwürdigkeit verlieren. Und wenn Leute sagen, ja, Axel, in deinen Videos ist aber nie irgendwas schlecht, dann liegt es einfach daran, dass ich die Sachen gar nicht zeige, ja, von denen ich nicht überzeugt bin. Aber lasst euch überraschen, schaut euch das Video bis zum Schluss an. Ja, warum sieht es da drin so aus? Wie gesagt, das Auto hat da noch mehrere Sticker von Grenzübertritten nach Mexiko rüber, also können wir mal davon ausgehen, dass der Besitzer wohl das Fahrzeug in wirklich warmen Gefilden betrieben hat. Er hat ihn auch unglaublich gepflegt, wie man ja sieht, ja. Aber an der Stelle, wie gesagt, das ist in der Philosophie der Amerikaner damals noch nicht so verwurzelt gewesen. Und ich war auch überrascht. Ich habe das dann mal als Vorbereitung gemacht jetzt, weil ja ich habe es ja gezeigt, wie die linke Zylinderbank da am Rauchen war, am Wasserdampf ausstoßen über die linke Auspuffanlage und zusammen mit dem Fehlen von Kühlwasser vom Niveau her musste ich davon ausgehen, dass vielleicht die Zylinderkopfdichtung doch eine klitzekleine Beeinträchtigung hat. Und ich will das Steel Seal dann mal an diesem Wagen ausprobieren. Und da muss man natürlich erstmal die Grundlage schaffen. So. Als erstes werden wir jetzt mal den Schlauch lösen.
Und die, die sich auskennen mit Oldtimern, ja, die sich sagen, Axel, da gibt es unten einen Ablassschraube, das stimmt. Das ist bei vielen US-amerikanischen und auch englischen Autos gibt es die. Aber wenn die 30, 40 Jahre nicht bewegt wurde, dann lässt man es lieber bleiben. Und weil an dem Auto schon mal die Schläuche ausgewechselt wurden, war es eigentlich wesentlich einfacher, den Schlauch zu lösen. Und mit der hier gezeigten Methode kann man das auch so kontrollieren, dass das ganze alle Kühlwasser dann auch im Auffangbehältnis. Jetzt schaut mal da an, jetzt glänzt hier schon das Buntmetall der Kühlerwaben durch. Also da hat sich schon was getan, verglichen mit dem Anfang. Ich spiele es euch nochmal ein, Moment. Ja, ich finde, da sieht man jetzt schon was im Übergang. Ja, da kommt doch schon das blanke Buntmetall durch. Und das ist ja der Sinn, warum ich die Videos für euch mit dokumentiere bei Dingen, die ich eh erledige. Ihr sollt wissen, habe ich da einen Mehrwert, passiert was, hat es einen Nutzen oder nicht. Grundsätzlich kann man sagen, dass eben so eine Schicht an Verschmutzung natürlich den Wärmeübergang vom Brennraum über die Zylinderwandungen und Zylinderkopf hin ins Kühlwasser behindert. Es ist eine weitere Grenzschicht, die von dem Wärmestrom durchtreten werden muss. Ja, und irgendwann wird das natürlich degenerativ. Ja. Und dann wird die Kühlwirkung immer schlechter. Gut, da habe ich bei ihm jetzt keine Probleme. Aber, however, ihr habt es gesehen, ich habe die alte Brühe abgelassen. Und jetzt wird nochmal gespült mit reinem Wasser. Da gibt es ja die verschiedensten Theorien. Der eine spricht sich aus für normales Leitungswasser, kalkhaltiges. Der andere sagt, um Gottes Willen, kein Kalk, ja, wegen dem Kesselstein, destilliertes Wasser. Ich bin bei destilliertem Wasser im Zweifel. Ich sag's euch auch, warum. Das destillierte Wasser hat natürlich dann vielleicht schon ein bisschen das Bestreben. Das ist aufnahmefähig. Es kann alles aufnehmen im Prinzip, ja. Und ich weiß nicht, ob es den Dichtungen so gut tut. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Also ich filtere mit meinem Wasserfilter, da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, filtere ich den Kalk aus. Ja, weil ab 65 Grad fällt der als Kesselstein aus und damit ist es gut. So, jetzt die Spülung. Ich belasse es bei einer Spülung, fahre dann noch ein paar Wochen rum und werde dann das Kühlwasser nochmal ablassen. So, das bitte nicht einfach in die Kanalisation kippen. Da gibt es Entsorgungsannahmestellen und da kommt es dann auch hin. Ja. So, jetzt schaut mal, was da alles drin rumschwimmt. Nicht gut. Ja, aber es ist ein. Ja, das Auto ist Baujahr 56. Könnt ihr selbst rechnen, wie alt er ist. Und jetzt befüllen wir ihn mit frischem Frostschutz. Hat sich so eine Mischung eingestellt von 2 zu 1, also 2 Flaschen von denen hier und dann viermal noch mit Wasser aufgefüllt. Und dann haben wir nach Tabelle haben wir einen Frostschutz von bis zu minus 27 Grad. Das reicht in den hiesigen Breiten. Bleibt dran, zum Schluss des Videos zeige ich nochmal so einen Kaffeefilter. Ja, also hier glänzt es jetzt schon recht metallisch im Kühler, verglichen mit dem Anfang des Videos.
Ja, wer es nicht gesehen hat, das soll da nochmal hingehen. Die von euch, die jetzt ein Ausgleichsgefäß vermissen, ja, wie es bei modernen Fahrzeugen üblich ist, das wurde in der Zeit, ah, da steht es auch, to help to prevent rust, ja, stand links auf dem Kühler, ja, original Mopar, Frostschutz einfüllen, ja. Gut. Und nun starten wir, lassen ihn durchlaufen und füllen dann auf den richtigen Level nach. Ja, wie gesagt, hier übernimmt das Ausgleichsgefäß einfach der hohe Wasserkasten über dem Kühlernetz. Ja, den Kühler macht man nicht ganz voll. Und auf diese Art und Weise haben wir da die gleiche dämpfende Luftpolster wie im Ausgleichsgefäß. Das Einzige, was die nicht können, ist, wenn sie wirklich mal abdrücken über den Deckel, sie können sich das nicht mehr zurückholen wie im Ausgleichsgefäß, weil dieser Überlauf, also wenn im Kühlerdeckel das Ventil öffnet zum Schlauch hin, der geht direkt ins Freie. Ja, so war das damals eben, 1956. Und hier seht ihr jetzt nochmal, wie es auf dem Filter aussieht. Also Rost, 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 Eisenoxid. Also, das hat mit Sicherheit gut geholfen, hat gut abgebaut, finde ich klasse, ja. Und für die, die sich jetzt noch fragen, ja, was passiert denn, aber jetzt, wenn noch ein bisschen was drin verbleibt, das tobt sich voll chemisch aus, würde ich sagen. Und der nächste Wechsel dann.